Herr Professor, dürfen wir Sie bitten, für das slowakische Fernsehen ein Interview zu machen? Das wäre super. Aber wir können das draußen machen. Zároveň som si uvedomil aj relativitu priestoru, keďže Vídeň je veľmi ďaleko, relatívne od nás, 60 km. A výstava pána profesora Ernsta Fuchsa je až po takýchto dlhých rokoch prvýkrát v Bratislave. Ist mir auch gleich angefangen, dass die Räumlichkeit eine relative Sache ist, denn Wien ist eh nur 60 Kilometer von Bratislava entfernt. Das ist uns jetzt gelungen, eine Ausstellung vom Herrn Professor Fuchs hier veranstalten zu können. Som veľmi rád, že kurátorka tejto výstavy, pani doktorka Cornelia Mentor-Pulli, pripravila nesmierne pútavý výber z autorovej viac ako 72-ročnej tvorby. Ich bin froh, dass es der Frau Direktorin Dr. Cornelia Mentor-Pulli gelungen ist, eine so interessante Auswahl von den Werken Professor Fuchs zu treffen. Teraz by som jej odovzdal slovo a poprosil ju, aby nám pár vetami približila túto výstavu. Ich würde Sie jetzt bitten, zu uns zu kommen und in ein paar Worten die Ausstellung vorzustellen. Ďakujem vám za pozornosť. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist sehr heiß, Sie werden sich bald die Räume anschauen. Nur ein paar Worte, bevor Sie durch die Ausstellung gehen, zum Leben und Werk von Professor Fuchs. Ernst Fuchs wurde 1930 geboren. Im ersten Raum der Ausstellung sehen Sie sein Frühwerk. 1945 hat er als 15-Jähriger den Zyklus Kataklysmen vollendet. Pan Professor Fuchs an einer Biografie.